Der Spitzensport in der Rhein-Main-Region wird Ihnen präsentiert von Rhein-Main-TV. Die Beliebtheit von Frauenfußball in Deutschland nimmt immer mehr zu. Mittlerweile gibt es fast 7000 Frauen- oder Mädchenmannschaften mittlerweile. Und trotzdem ist das im Vergleich zu den männlichen Kollegen nur ein Anteil von 4%. Girls Wanted lautet deshalb das Motto des ersten FFC Frankfurt, das sich an alle Mädchen richtet, die, so steht es wortwörtlich auf der Homepage, vom Fußball einfach nicht genug kriegen können. Ein Nachwuchsförderprogramm, das auch regelmäßig Turniere einschließt. Am letzten Wochenende war wieder eins. Und diesmal mit prominentem Besuch. Carsten Breeck war für uns dabei. Girls Wanted, das vierte Mädchenfußballturnier der VGF in Eschborn-Niederhöchstadt. Moderiert von FFC-Torfrau Ursula Holl hängten sich 90 Mädels zwischen 8 und 16 Jahren voll rein. Alles unter den Augen von Weltmeisterin und FFC-Kickerin Steffi Jones, die dem Nachwuchs gern zusah. Wichtig ist, dass die Mädels Spaß haben. Das steht an erster Stelle. Und man sieht doch in den jüngeren Altersklassen, dass die Jugend kommt, dass die jungen Spielerinnen talentiert sind und dass die ein oder andere mir den Rang irgendwann ablaufen wird, obwohl ich bin ja viel zu alt. Also die Jungen, die jetzt klein sind, die werden mir so oder so den Rang ablaufen. Auch ein paar Tricks zeigte Steffi Jones den jungen Fußballerinnen, die beim Girls Wanted in einem ganz besonderen Modus antraten. Die Teams wurden von Spiel zu Spiel neu gemischt. Jede Spielerin erhielt Einzelpunkte. Mit dabei Milena aus Nauheim. Die 13-Jährige lag gut im Rennen und im letzten Spiel ging es brisanterweise gegen die punktgleiche Elena. Milena und ihre Kolleginnen also unter Zugzwang und im Vorwärtsgang. Ein Schuss, doch Elena lässt nichts anbrennen. Die letzten Sekunden. Milena kommt aus ihrem Tor, verliert den Ball und der ist drin. Hängende Köpfe beim Team von Milena. Die Niederlage kostete Punkte, die Chance auf einen vorderen Platz war dahin. Dann ging's ans Ausrechnen. Spannung bei den Nachwuchskickerinnen. Und bei der anschließenden Siegerehrung konnte Milena schon wieder lachen, trotz der Niederlage im letzten Spiel. Schließlich wurden die Urkunden und Pokale natürlich von Steffi Jones überreicht. Und die Gewinnerin hieß Elena. Die Hand von einer Weltmeisterin zu schütteln, gefiel aber nicht nur ihr, sondern auch ihrer Gegenspielerin Milena. Also total cool, weil sie ist halt so berühmt und jeder kennt sie halt, also fast jeder. Irgendwann mal von allen betrachtet zu werden und dann, boah, die kann Fußball spielen und so, schon schön. Es war sehr toll, also von jemandem so berühmten, sage ich jetzt mal, also den Pokal überreicht zu bekommen. Bei der anschließenden Autogrammstunde mit Steffi Jones gab es auch noch weitere Erinnerungsstücke für Siegerin Elena. Zuerst musste sie aber selbst das erste Autogramm ihres Lebens geben. Dann hieß es Lächeln fürs Erinnerungsfoto. Ein ganz besonderer Tag für Elena und ganz nach dem Geschmack der Organisatoren. Wir haben jetzt schon die vierte Veranstaltung. Alle Veranstaltungen sind ausgebucht. Es gibt immer mehr Bewerberinnen als die, die wir eben aufnehmen können. Und wir planen 4 bis 5 weitere Veranstaltungen im Jahr. Dann können Nachwuchskickerinnen wie Elena und Milena auch weiterhin Vollgas geben. Und vielleicht können die Mädchen irgendwann mal einen ähnlich erfolgreichen Weg wie Steffi Jones einschlagen. Der Spitzensport in der Rhein-Main-Region wurde Ihnen präsentiert von Rhein-Main-TV.